So, dann doch mal herzlichst sommerlichste Grüße durch den Äther in die erlauchte Webinar-Runde. Heute zum Mittwoch, 18 Uhr, 22. Juni, wird geschrieben. Gestern hatten wir den längsten Tag des Jahres sozusagen vollzogen. Ab jetzt werden die Tage kürzer und insofern die Nächte länger. Dunkel wurde es hier und da sicherlich auch bei dem einen oder anderen Account in den jüngsten Wochen und Monaten. Der, wie darf man sagen, Korrekturmarkt hält Einzug. Ob das Chancen sind oder ob das eben auch ja möglicherweise große Umkehrbewegungen sind, darüber wollen wir heute gar nicht so primär reden, sondern wir wollen eben wissen, wie man hier am Finanzmarkt navigieren kann. Und ich freue mich heute wieder mal darauf, dass wir unsere Webinarserie fortsetzen können. Da sehen wir es. Ihr werdet es wissen, sonst wärt ihr nicht dabei. Heute wieder mit Ride aus dem hohen Norden. Werden wir gleich mal den lieben Felix dazu schalten, den ich hier im Orbit schon sehe. Kleine Sekunde, Felix. Ich schalte mal dein Mic frei, bevor ich dann gleich wieder alles rübergebe. Felix, sei gegrüßt. Hallo. Ich, da ist er. So, ja, ich freue mich, bin gespannt, wie es heute so wird. Ich hoffe, wir haben viele Teilnehmer, trotz des schönen Wetters. Ja, Sie nehmen noch Platz, Felix. Sie nehmen noch reichlich Platz. Das schöne Wetter ist bei uns so ein bisschen eingetrübt im Süden, bei dir im hohen Norden alles fein und sonnig unverändert, oder? Du sagst immer hoher Norden. Also wir sind in Berlin, ja, nicht in Flensburg. Für mich unten aus dem Berchtesgadener Land ist das der höchste Norden, den es schon mal gibt, da selbst Berlin. Aber in der Tat muss man das ein bisschen relativieren. Aber bei uns ist es, wie gesagt, sehr grautrüb, bei dir sozusagen alles noch fein. Und insofern, ja. Es ist ja wetterunabhängig, was wir hier tun, ne? Wir wollen gleich durchstarten. Ihr seht das hier. Thema heute Zwischenbilanz 2022. Da bin ich auch mal gespannt, Felix, was du da mitzuteilen hast. Überdies natürlich, ich lege auch gleich los. Felix, haben wir schon gehört. Kurze Frage, seht ihr überhaupt das Bild? Und ja, hören tut ihr uns hoffentlich. Gibt es mal ein Feedback in den Chat und dann auch klar. Gerade der Aufruf vom lieben Felix. Wenn es Fragen gibt, natürlich gern die Chat-Funktion nutzen. Dafür dient das Webinar natürlich auch in erster Linie, um hier natürlich das generelle Schwerpunktthema zu erfassen, aber auch für Fragen und Antworten zur Verfügung zu stehen. So, Risikohinweis haben wir da auch schon drauf. Klarerweise machen wir heute hier keine Analysen oder Aktienbewertungen. Insofern soll es hier eigentlich gar nicht dramatisch dahergehen. Und ansonsten, wenn ihr einen Marktzugang sucht, dann habt ihr den sicherlich mit JFD gefunden, wo wir hier mit Ride ja an der Stelle im Rahmen einer Kooperation schon unterwegs sind. Direkt auch auf der Website verewigt. Insofern freut es mich, dass wir hier wieder zusammenkommen. Und jetzt genug der Vorrede. Ich sehe auch gerade das Feedback. Alles gut, alles okay. Willst du Ton zu hören? Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie das beim Felix ausschaut. Felix, bereithalten. Ich schiebe dir die Moderatorenrechte rüber, sodass du auch gleich in die Vollen gehen kannst. So, kleiner Augenblick, Leute. Jetzt wird der Felix seinen Monitor auswählen Ja. und dann. Dauert noch einen kleinen Moment, aber auch schon ein Hinweis. Also, ich möchte, Da ist er. guck mal, ob das der richtige Screen ist, der jetzt geshared wird. Ja, das klappt schon mal. Passt. Du bist zu sehen, Felix, und auch an der Stelle der Bildschirm. Und da sehe ich, und ich muss auch immer wieder sagen, mein Gott, ich gucke mal, ob das jetzt passt, dass der Chris hier noch zu sehen ist. Da ist er. Hey. Jetzt denke ich mir, der Felix, wir machen das nämlich nicht bei jedem Webinar, dass wir die Kameras dazu schalten, aber ich weiß, es ist auch sehr authentisch, dass wir dich da sehen. Und insofern, Kamera nutze ich ja auch hin und wieder für Calls, deswegen kann man sie generell anmachen. Insofern will ich auch mal durch den Äther grüßen. Letztes Mal mit Markus, jetzt mit dem Felix. Und insofern, hey, the stage is yours. Ich will mich da gar nicht weiter reindrücken ins Thema. Was hast du uns denn mitgebracht? Wir haben uns mal angeguckt, was unsere Kunden so gehandelt haben. Und ich möchte heute, wir haben ja nur Kunden mit vermögensverwaltenden GmbHs oder anderen Kapitalgesellschaften, also auch UGs oder AGs bei Ride. Stand heute sehen wir irgendwie knapp über 1000 Depots. Also wir sehen so ein Transaktionsvolumen im Quartal um 3 Milliarden Euro über alle Assets, über verschiedene Broker hinweg. Also das heißt wirklich von der Aktie bis zu CFD-Daytradern ist da alles drin. Und wir haben uns mal angeguckt, wie die Kunden handeln. Und was auffällt, in einer GmbH handelt man anders. Und das möchte ich euch heute mal näher bringen. Ich habe so eine Mischung gemacht aus, wie handeln die Kunden heute und warum machen sie das so? Und damit fangen wir direkt mal an. Den Risikohinweis kann ich mir sparen, den habt ihr ja gerade schon gehört.
Ja, das ist an dieser Stelle nur noch ein Hinweis von unserer Seite aus. Ich bin kein Steuerberater. Ich mache Steuern eigentlich nur, weil ich Steuern hasse. Und ich will heute euch einfach nur allgemeine Infos dazu geben. Wir werden aber nicht, ich werde aber keine steuerliche Einzelfallberatung machen. Das darf ich auch gar nicht. So, dann gucken wir mal. Aus der Not eine Tugend gemacht, Felix. Eh alles gut, ne? Aus der Steuernot. Ja, kann ich mich kurz vorstellen. Also ich bin einer der zwei Gründer von Riot. Ich war vorher bei einem Immobilien-Private-Equity-Fonds, 1,7 Milliarden Assets under Management mit so einem Team von 15 Leuten. Haben wir so Objekte in Berlin gekauft und verkauft. Davor habe ich ein Software-Startup gemacht. Das habe ich 2015 verkauft. Habe mich damals sehr gefreut, dass ich meine Anteile nicht privat gehalten habe, sondern in einer vermögensverwaltenden GmbH. Und auf meine Exit-Erlöse dadurch nur 1,5% Steuern bezahlt habe. Das hat sich also für mich hat sich die GmbH sehr gelohnt. Und habe dann tatsächlich im September 2020 haben wir mit Riot angefangen. Ziel ist es einfach, Leuten dabei zu helfen, besser und schneller Vermögen aufzubauen. Und ja, jetzt sind wir bei 1200 Kunden insgesamt, 45 Mitarbeitern. Also hat sich so ganz gut entwickelt. Und dann, warum kümmern wir uns eigentlich überhaupt um die vermögensverwaltende GmbH? Das ist recht einfach gesagt, das ist sehr simpel. Ja, die vermögensverwaltende GmbH spart Steuern. Und wenn man Steuern spart, kann man mehr reinvestieren und dann baut man schneller Vermögen auf. Das ist eine sehr einfache Kausalkette. Und das haben mittlerweile, decken das immer mehr Leute in Deutschland. Das heißt, wir haben mittlerweile wirklich viele Kunden, die über die GmbH handeln. Und dadurch kann ich heute auch ein bisschen tiefer da einsteigen und euch sagen, was sie so im letzten halben Jahr gehandelt haben. Vielleicht ganz kurz für die, die es nicht wissen, was ist eine vermögensverwaltende GmbH? Eine vermögensverwaltende GmbH ist erstmal eine ganz normale GmbH. Das ist, sie ist vermögensverwaltend, ist nur umgangssprachlich. Manche sagen auch Trader GmbH oder Sparschwein GmbH. Es ist letzten Endes einfach eine Konstruktion, die nicht operativ tätig ist, sondern die von einer Einzelperson oder vom Paar meistens gegründet wurden, um zu investieren und Vermögensgegenstände zu halten. Und das macht man eben aufgrund der steuerlichen Optimierung. So, jetzt aber die Frage, was wird am meisten getradet? Und es ist ganz interessant, also ihr seht, der absolut größte Teil, den unsere Kunden handeln, sind Optionen. 55% der Transaktionen, also der einzelnen Trades, sind Optionstransaktionen. Danach kommt direkt am zweiten Teil, das ist hier dieses STK, das steht für Stock. Also danach kommt die Aktie mit 29%. Ist also auch logisch, weil gerade Aktien in der GmbH sehr, sehr gut funktionieren. Ich sage euch gleich auch warum. Dann seht ihr, wir haben hier einen großen Teil Futures mit 9%, aber ihr seht, der Abstand ist riesig. Dann kommen Warrants, ihr seht hier die ETFs. ETFs ganz, ganz wenig. Und das wundert eigentlich, weil ja die meisten Leute gerne ein diversifiziertes Portfolio sich über ETFs aufbauen. Und warum machen unsere Kunden das nicht? Da will ich gleich mal drauf kommen. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne rein. Ja, einfach stellen. Ich hoffe, du moderierst das dann so an. Ja, dann kann ich den Vortrag weiter. Wenn interessante Klar. Fragen, stellen Sie mir gerne. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie sich das so im Zeitverlauf entwickelt hat, seht ihr das ganz gut. Was nämlich interessant ist, die meisten Aktien wurden im März gekauft. Und im März war ja gerade die erste Kriegswoche vorbei. Und da sind erstmal die Werte ordentlich getankt. Und das haben viele unserer Kunden genutzt, um Aktien zuzukaufen. Interessant ist, wenn ihr guckt, seitdem ist das Transaktionsvolumen stark gesunken. War auch bei den Aktien. Warum? Weil die Kunden haben ja schon zum Dip gekauft. Das zeigt euch auch, die jetzt noch nachkaufen, machen eher so ein Dollar Cost Averaging. Gleichzeitig, ja, seht ihr, hat das Optionen zunehmen. Und interessant ist, das seht ihr hier nicht, aber wenn ich mir angucke, was bei den Optionen passiert, dann ist es hauptsächlich Stillhaltergeschäfte. Also unsere Kunden fangen gerade auch an, stark Optionen zu verkaufen. Generell, die anderen Sachen spielen nicht so eine Rolle, aber wirklich interessant ist dieser Peak. Ja, im März gekauft, im April noch, jetzt wieder ein deutlich geringeres Handelsvolumen.
Volumen auf den Aktien. Dafür steigen die Transaktionen, steigt das Transaktionsvolumen bei den Optionen. Ich denke, das werden wir noch eine ganze Weile sehen. Also in so einem Seitwärtsmarkt sind halt Stillhaltergeschäfte sehr interessant und das wird sich auf jeden Fall weiter durchziehen. Auch interessant, es wundert einen eigentlich nicht, aber also mich wundert es nicht, weil ich auch so anlege, aber ihr seht einmal hier, wie sehr unsere Kunden sich nach Nordamerika orientieren. Also ihr seht halt, so andere Länder spielen fast gar keine Rolle. Dann ein bisschen Europa. Europa, wenn überhaupt, nur bei den Aktien. Ja. Ihr seht ein bisschen ETF, ein bisschen Futures. Aber wirklich das meiste liegt in Nordamerika. Und dort seht ihr auch, habt ihr natürlich die Optionen. Generell unsere Kunden handeln viel mehr Optionen in Nordamerika als Zertifikate in Europa. Ich persönlich würde aber auch keine Zertifikate handeln, ja, muss ich ehrlich zugeben. Und das ist also wirklich klar. Das bedeutet aber auch, die allermeisten unserer Kunden sind sehr stark US-Dollar exponiert, was ja in der jetzigen Phase von der Währung her gar nicht so schlecht ist, ja, weil die Fed ja schon wieder anzieht und die EZB ja immer noch nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Und das ist schon erstaunlich, wie US-fokussiert die Kunden dann sind. Da, Felix, vielleicht ganz kurz dazu. Eine Frage zum einen und zum anderen auch in der Tat. Natürlich interessant, wie eure Kunden sozusagen den Dollar an der Stelle beziehungsweise US-Werte da dominiert handeln wissen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass natürlich die USA einfach vom Marktvolumen, auch natürlich von den verschiedenen einzelnen Assets oder auch von den Big Player natürlich da so dominant ist, dass die Leute natürlich auch gern viel mehr dort ihr Geld hinlegen. Zumal du auch richtig ansprichst, der Euro-Vorteil zurzeit uns echt in die Karten spielt. Also ich sag mal, das ist sicherlich nicht von Nachteil. Und die Frage, die hier vom Jan kam, die wirst du sicher beantworten, da kann ich noch ergänzend was dazu sagen, ist die, CFDs fallen unter Optionen bei den gehandelten Produkten oder nicht? Nee, ich kann hier nochmal gucken, das war ja nicht so gut zu sehen. CFDs sind dieser Pink Panther-farbene Block da drin, der nicht beschriftet ist zwischen Fonds und ETFs. Ja. Haben wir das auch aufgeklärt. Sehr gut. So, und ja, jetzt will ich euch einmal näher bringen, warum Aktien so interessant sind in der GmbH. Weil der klassische Privatinvestor oft eher in ETFs anlegt und nicht so sehr in Einzelaktien. Interessant ist dabei, jetzt zeige ich euch erstmal, welche Aktien am meisten getradet wurden. Und ich war sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Facebook, also Meta, aber ich habe ja nochmal Facebook hingeschrieben, wirklich das absolut größte unter den Top 5 ist. Ich hätte gedacht, es wäre Tesla gewesen. Aber tatsächlich hat mich haben eigentlich Amazon und Tesla, damit hatte ich gerechnet. Ich hatte nicht mit Square gerechnet, wirklich nicht. Ich hatte auch nicht mit Daimler gerechnet. Also ich rechne sowieso nicht mit deutschen Aktien. Aber wirklich ihr seht halt, Facebook ist wirklich die am absolut meist getradete Aktie seit Januar. Und das hat mich sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Spannend. Und hier seht ihr das mal nach Trading-Volumen. Ihr habt da noch ein paar mehr drauf, ja. Also das Trading-Volumen von Facebook waren fast 3,5 Milliarden Euro. Wir haben das hier mal in Euro runtergerechnet, ja. Dann kommt Amazon und Tesla fast gleich auf, aber nur noch bei ungefähr 600 Millionen. Und dann seht ihr hier noch AMD, dann seht ihr auch die nächsten großen. AMD, dann Apple, dann TUI. Also TUI, da hat, glaube ich, jetzt nach Covid jeder eine Meinung zu, schaffen sie es nicht, kommt der Tourismus zurück. Und natürlich Alphabet. Also mich haben die Zahlen sehr überrascht. Ich hätte nicht mit Meta gerechnet, ich hätte nicht mit Square gerechnet, nicht mit Daimler und nicht mit TUI. Aber das sind halt die Top-Titel. Aber wirklich extrem auf Meta, ja. Ihr seht die Verteilung. Das ist aber, muss ich wirklich sagen, Felix, das ist außergewöhnlich, das ist wirklich heftig zu sehen. Also man muss sagen, das überrascht mich auch in voller Gänze, wie du schon korrekt feststellst, Tesla, das war sicherlich ein Pick, mit dem man rechnen musste, aber dass Facebook so abgeht, also da habt ihr wahrscheinlich dann irgendwelche, sage ich mal, ja,
wahrscheinlich auch große Investoren mit bei euch an Bord, die da richtig mal was auflegen. Zu der Frage von den CFDs, das ist ja auch genau das, wo man sagt, die sind ja eben dann auch sozusagen die Terminprodukte. Und die klassischen Optionen, die ihr bei euch da habt, sind ja auch genau das Thema im Rahmen einer GmbH eben gut aufgehoben, wegen eben der Steuerthematik. Obgleich natürlich, und das wird also auch ein Stück weit den Optionshandel bei euch selbst erklären, der klassische CFD-Anleger ja in der Regel nicht so hoch kapitalisiert ist, als dass es sich jetzt unbedingt im Rahmen einer GmbH lohnen würde, weil das hatten wir ja auch in früheren Sendungen oder auch, sage ich mal, Webinaren dieser Art schon besprochen, dass man natürlich gewisse Budgets benötigt, einen gewissen Volumen Faktor, ab denen dann auch eine GmbH, Schrägstrich, die Kosten auch wirklich Sinn machen. Und ich denke, das Optionsthema ist ja so seit, ich sag mal, 5, 6, 7 Jahren in Deutschland so hoch gepoppt. Vorher gab es das ja in der Art auch noch gar nicht. Jetzt zur Steuerthematik dann nochmal interessanter. Aber wie gesagt, dieses CFD als solches fällt eben auch in diese Terminkonstruktion rein und ist sicherlich dafür kleinere Accounts interessant, obgleich eben am Ende natürlich auch die GmbH, wie du schon darstelltest und jetzt auch noch überleiten wirst, natürlich unter Trading-Gesichtspunkten wunderbar ist, aber vielmehr natürlich auch unter den Aktienvorsorgegesichtspunkten und Ja. dem internen Dividenden-Case, der sich da noch integriert und dergleichen. Also da fahren wir einfach doch mal fort, wie es sozusagen in Sachen weitere Informationen aussieht. Ja, und ich löse jetzt mal auf, warum Aktien, also wirklich Einzelaktien in der GmbH so beliebt sind und nicht Fonds. Nämlich, das ist recht einfach. Die Aktie wird halt fast nicht besteuert. Ja, ihr habt privat zahlt ihr auf einer Aktie 26,375%, also Abgeltungssteuer plus Soli, während ihr bei der GmbH tatsächlich auf die Verkaufserlöse nur 1,54% Steuern zahlt. Und wie kommt das dazu? Es gibt diesen Paragraphen 8b Körperschaftssteuergesetz und der greift, wenn eine Kapitalgesellschaft eine andere Kapitalgesellschaft besitzt. Weil der Gesetzgeber möchte bei Konzernen wie einer BMW oder so, wenn da mehrere Kapitalgesellschaften übereinander gestaffelt sind, möchte der nicht, dass auf jeder Ebene Steuern gezahlt werden. Dann käme es ja zu einer Doppelbesteuerung. Und deswegen hat er gesagt, wenn eine Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist, stelle ich 95% der Gewinne steuerfrei. Das heißt, ihr macht 100 Euro Gewinn. Davon werden 5 Euro angesetzt, also die werden besteuert. Und dann ist bei der GmbH der normale Steuersatz ungefähr bei 30%, je nach Gewerbesteuerhebesatz. Und dann kommt ihr halt auf 1,5%. Das gilt zunächst sowohl für Dividenden als auch für Veräußerungsgewinne. Aber der Gesetzgeber hat das ein bisschen verkompliziert. Auf Veräußerungsgewinne gilt das immer. Also du kannst jetzt kaufen, morgen verkaufen, alles gut. Bei Dividenden kommt es darauf an, ob du im Streubesitz bist oder nicht. Das ist definiert als wenigstens 15% der Gesellschaft halten. Und das schafft man in der Regel bei einer Aktie nicht, es sei denn, ihr seid die Quants bei BMW. Ich mache mal einmal kurz das Fenster zu. Moment. Berlin, die Stadt der Rettungseinsätze. So, und dadurch ist aber vor allem ist sehr gut. Also ihr müsst ja bedenken, viel Wertsteigerung habt ihr ja immer dabei, bei der Aktie dabei und auch ein Dividendenteil. Das Schöne ist, bei einer GmbH wird auch nicht die Dividende mit 30% besteuert, sondern ihr habt erst die Dividende, dann werden alle Kosten abgezogen und dann zahlt ihr 30% auf die Gewinne, die übrig bleiben. Das ist also da ganz gut. Wenn ihr mal gucken wollt, ob sich Aktien für euch lohnen in der vermögensverwaltenden GmbH, kann ich gerne auf unseren Aktienrechner verweisen. Da könnt ihr eingeben, wie viel ihr investiert, welche Rendite ihr erwartet mit Aktien. Und dann kriegt ihr einen Vergleich zwischen Aktien im Privatvermögen und im Betriebsvermögen. Aber ich kann euch nur sagen, die Aktie lohnt sich. Und wir empfehlen all unseren Kunden, bitte kauft keine ETFs. Wenn ihr eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie macht, nehmt den Fonds, logarithmiert den runter, nehmt die Top-Titel und kauft die Einzelaktien, weil das steuerlich einfach wirklich viel Sinn macht. Nächster Punkt, gucken wir uns mal die Optionen an. Also generell ist es so, dass wir natürlich Kunden haben, die gerade auch GmbHs haben, um Termingeschäfte zu traden. Das, was ich jetzt sage, gilt eben für Optionen, für CFDs, für Futures.
Der Gesetzgeber hat leider ein blödes Gesetz rausgebracht. Seit Januar 2021 darf man bei Termingeschäften nur noch 20.000 Euro Verluste verrechnen. Das Gute ist, in der GmbH gibt es keine Verlustverrechnungsbeschränkung. Das heißt, man kann weiterhin alles miteinander verrechnen. Und wir schauen uns das mal an. Also seit 2020, wer das noch nicht wusste, ist die Verrechnung von Komplettverlusten auf 20.000 Euro begrenzt. Das heißt, wenn ihr wirklich mal einen Titel habt, der komplett insolvent geht, aus dem Depot verschwindet, dann könnt ihr das nur bis 20.000 Euro als Verlust geltend machen. Das ist schon ein Scheißgesetz gewesen, aber das betrifft die meisten nicht, weil es ja Gott sei Dank nicht immer auf Null geht. Aber viel schlimmer ist das hier, ja? Nämlich diese 20.000 Euro Verlustverrechnungsbeschränkung von Option, von Termingeschäftsverlusten. Ihr dürft also heute, dürft, können früh, heute, machen wir mal ein Beispiel, das ist ganz gut. Ihr habt, ich weiß nicht, wer von euch dieses Jahr schon seine Einkommensteuererklärung gemacht hat, aber die Anlage CAP hat sich geändert. Und ihr dürft jetzt, ihr müsst jetzt eben das ein bisschen anders eintragen. Ich mache mal hier ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt CFDs gehandelt und habt 110.000 Euro Gewinne aus einzelnen Trades gemacht und 100.000 Verlust. Das wäre früher so gewesen, dass ihr dann 10.000 Euro Gewinn gehabt hättet. Diese 10.000 Euro hättet ihr mit 26,375% versteuert und ihr hättet irgendwie 7.400 Euro nach Hause genommen. Nun ist das so, ihr habt 110.000 Euro Gewinne gemacht. Ihr dürft als Verlust, hier der obere rote Pfeil, aber nur noch 20.000 geltend machen, ja? Dann verbleiben 90.000 Euro Verlust, dann kommt ihr auf 90.000 Euro Gewinn. Diese 90.000, zweiter Fall, davon könnt ihr dann die 801 Euro Sparerpauschbetrag abziehen. Hilft auch nicht richtig. Und dann kommt ihr am Ende, so sieht das dann in der Anlage CAP aus, kommt ihr noch auf eine Steuerlast von 23.000 Euro. Das heißt, ihr habt, obwohl ihr eigentlich 10.000 Euro Gewinn gemacht habt, nach Steuern eine Rendite von minus 13% gemacht. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh und ist ein richtiger Scheiß. Und unsere Kunden handeln so viel mit CFDs und anderen Termingeschäften, weil sie eben keine Verlustverrechnungsbeschränkung in der GmbH haben. Und das sieht man auch am Tradingverhalten. Ja? Also Ride-Kunden sind Kunden, die viel und recht professionell handeln. Und wir haben auch hierfür einen Steuerrechner, könnt ihr euch mal angucken, die auf unserer Webseite, ja, für die Termingeschäfte. Auch da könnt ihr sehen, ab wann sich das lohnt. Und jetzt schauen wir uns noch mal einmal kurz die Aktien an. Auch ganz interessant. Das ist das, was unsere Kunden an Aktien realisiert haben. Ihr seht, die haben hauptsächlich Gewinne realisiert, aber auch manchmal Verluste. Ja, also und jetzt erinnert ihr euch, wenn man verkauft, sind 95% der Gewinne steuerfrei. Und was wir tatsächlich bei unseren Kunden geschafft haben, wir haben bisher nur wegen Aktien unseren Kunden über 6 Millionen Euro Steuern gespart, weil nämlich diese ganzen Verkäufe, also die realisierten Gewinne, nicht mit der Abgeltungssteuer versteuert wurden, sondern eben mit diesem Paragraph 8b, den ich vorhin gezeigt habe. Ja, und das macht uns stolz. Die realen Steuersparnisse sind noch viel höher, weil unsere Kunden ja auch alle Kosten absetzen können, auch alle Leverage-Kosten und so. Und wir natürlich auch noch die anderen Assets haben, wo sie auch Steuern gespart haben. Und nur bei Aktien waren das bisher 6 Millionen Euro, die wir unseren Kunden gespart haben. Außerordentlich, also wirklich, da muss man schon sagen, hast du dir ein gutes Karma aufgebaut, Felix, ja, und alle Mitarbeiter der Ride GmbH, weil das ist ja wirklich ein Segen im Rahmen der Sache, die, ja, es ist legal möglich, was hier stattfindet und es ist einfach schlichtweg ein Steuerersparnis. Sensationell, muss ich wirklich sagen, alles richtig gemacht an der Stelle, also finde ich wirklich mega. Die Frage, die hier gerade reinkommt, vielleicht direkt zur Grätsche noch, weil du auch vorhin gerade Termingeschäfte wegen angesprochen hast und wir natürlich hier bei JFD, auch vom Handelsvolumen sind die Aktien bei uns eher untergeordnet. Ja, klar. Also unser Handelsvolumen, auch die Ride-Kunden, die jetzt sozusagen von JFD mit Rider agieren, sind primär eben im aktiven Trading tätig, eben was Forex und CFDs betrifft, was ja alles in diese Sparte Termingeschäfte mit reingeht. Jetzt haben wir noch eine Frage von einem Kunden hier reinbekommen. Also erstmal, Michael hat vorher noch gefragt,
bezüglich der Saldenliste, bezüglich der Beträge von den Aktien. Sagt er, sind beide Volumina saldiert, Long versus Short. Müssen wir wahrscheinlich ein paar Slides zurückgehen. Vielleicht hast du so ein Talk jetzt auf der Pfanne. Ansonsten die Frage, also die ich eigentlich stellen wollte, ich müsste auch fragen, welche Folie das genau war. Das war vor gut, das ist, jetzt muss ich mal auf die Zeit gucken, vor circa 10 Minuten wurde das gestellt. Ich meine, das war bei der Facebook-Volumen-Aktie, also wo du die 3,56 Milliarden da hast. Bei Volumen, wo wir zeigen 3,5 Milliarden Transaktionsvolumen, das sind Transaktionsvolumen, sind Käufe und Verkäufe, ja, davon und Leerverkäufe sind auch drin, wenn es die gab. Und okay, auch hier übrigens, das ist auch ganz interessant, wenn ihr euch das anguckt, also unseren Kunden ist anscheinend im Oktober, November der Markt schon recht heiß geworden. Ihr seht, die haben hier viel Gewinne mitgenommen bei den Aktien. Ihr seht aber auch hier im April, Mai haben auch einige Leute sich entschieden, mal Verluste mitzunehmen. Ja, da seht ihr, da wurde relativ viel mit Verlust verkauft, gelb. Insgesamt haben unsere Kunden aber 23 Millionen Euro Gewinne mitgemacht, hier in hellblau. Mhm. Und auf diese Gewinne haben sie eben diese Steuerersparnis gehabt, weil sie eben mit GmbHs handeln. Ja, aber ich finde es hier auch ganz interessant, mal das Trading-Verhalten zu sehen. Und man sieht, unsere Kunden wurden schon so, gegen NQ4 wurden die schon vorsichtiger und haben auch mal Gewinne realisiert. Und das war, glaube ich, sehr clever. Also da muss man schon sagen, ja, in der Tat, das können wir da unterschreiben, weil ich meine, gut, jetzt im Nachhinein ist man eh schlauer, nicht wahr, dass wir da die Höchststände dann sozusagen zum Jahreswechsel Anfang 22 ausgebildet haben teilweise. Bitcoin hat ja, glaube ich, im November 2021 da auch sein Hoch gemacht. Also es war genauso die Zeit Q4 21. Das zeigt aber auch, dass natürlich bei dir da auch wirklich einige Bros am Start sind, also wirklich professionelle Anleger, die jetzt nicht dem Herdentrieb unbedingt folgen, sondern auch Höchstkurse dann zum Gewinn realisieren genutzt haben oder auch jetzt dann teilweise, wie ich da auch sehe, dann April, Mai zum Ausstieg genommen haben und Verluste eben auch wahrlich realisiert haben, denn wir wissen jetzt alle nicht, was in den nächsten 6 bis 12 Monaten passiert, nur Ich habe mit einigen Kunden gesprochen, die steigen jetzt aus, liquidieren 80% ihres Portfolios und machen die nächsten Monate dieses Dollar-Cost-Averaging, wo sie jeden Monat wieder 20% oder 10% dazu kaufen, weil sie eben glauben, dass es noch weiter runtergeht. Solche Sachen sind ja durchaus clever, ja. Das ist genau der Punkt. Also in der Tat, gut, dass du sagst, also genau das, wo man sagt, wir wissen nicht, was passieren wird, aber es ist wohl anzunehmen, dass wir auch, sagen wir mal, rein zyklisch für mich als Analyst, als technischer Analyst mit der Zyklenanalyse auch gesegnet, sehe hier in der Tat durchaus noch einigen Spielraum bis 23 möglicherweise, bis sich wirklich Bodenbildungsprozesse abzeichnen und wir sehen es auch heute, die Märkte wieder schwächer. Was Fakt aber ist, ist natürlich, dass wir in den nächsten Monaten hohe Volatilitäten haben werden, was gerade dem Trader natürlich zugutekommt, denn wir hatten ja auch mit fallenden Volatilitäten während der letzten Jahre, es ging ja eigentlich nur noch straight bergauf, es gab ja auch nur Gewinne am Aktienmarkt, also was konnte man schon schief machen oder falsch machen. Letztlich hat sich das wirklich geändert und ich lege der Sache auch, sage ich mal, meinen vollen Zuspruch zu und nah, dass es hier sicher turbulent wird in den nächsten Monaten wie Jahren und es sich hier durchaus auszahlt, da auch aktiv zu sein. Und hier kommt eine Frage, die reinkam vielleicht, Felix, genau anknüpfen daran, ab wann, und das ist eine spezielle Frage wahrscheinlich von jemandem aus dem CFD-Bereich, ab wann lohnt denn die Vermögensverwaltung für einen CFD-Trader oder für aktives CFD-Trading, wenn man jetzt nicht primär Aktien rein. Ja, ich hab ja immer das Problem, so eine GmbH kostet ja leider Geld. Und die kostet einen schon 2.500 bis 3.000 Euro im Jahr mit unserer Automatisierung und das muss man erstmal reinholen. Mhm. Ja, jetzt muss man zum einen, das muss man erstmal reinholen. Und ich würde sagen, und damit man das reinholt, kann man es relativ einfach sagen, sobald du die 40.000 Euro Verluste erreichst aus einzelnen Trades, also die Verlustverrechnungsbeschränkung ist ja bis 20.000, also wenn du weniger als 20.000 Euro Verlust machst, kriegst du halt mit der Steuererklärung wieder. Wenn du dann eben noch die GmbH offsettest, das soll sich ja auch lohnen, dann solltest du wenigstens 40.000 Euro Verlusttrades haben. Also nicht Gesamtverluste, sondern Verluste aus einzelnen Trades. Das ist sehr gute Beschreibung. In der Tat, das ist halt einzelfalltechnisch ganz wichtig. Hier kommt auch noch die Frage rein von Svetlana an der Stelle. Da weiß ich um die Tatsache, dass wir ja auch als Paket, Svetlana geht da gerne auf unsere Seite oder natürlich bei Ride dieses, sage ich mal,
wie habt ihr das Erstkontaktgespräch oder ihr habt ja ein kostenfreies Erstgespräch, wo ihr anbietet, praktisch hier die Voraussetzungen und auch die Möglichkeiten einer Gründung von eben einer VV GmbH oder wie wir sie ja nennen, eben persönlich durchzusprechen. Also super Service von euch. Habe auch selber bei uns schon Clients da vermittelt, die auch im hohen siebenstelligen Bereich bei uns unterwegs sind, wo bei euch da die Beratung fanden. Insofern, Svetlana, den Tipp, schau bei JFD unter den Write-Button gern nach, Schrägstrich auf Write direkt und such da die Möglichkeit dieses kostenlosen Erstgespräches. So heißt es, glaube ich, richtig, ne? Ja, genau. Könnt ihr gern Genau. machen. Ihr könnt auch immer, wenn ihr Fragen habt, an fragen@right.capital schreiben. Perfekt. Da antworten wir auch einfach schnell per E-Mail. Sehr gut, sehr gut. Bevor du mit den Slides fortfährst, lieber Felix, noch eine Frage eingestreut. Das ist ja hier immer gut, das Ping-Pong mit den Bällen. Deswegen Leute auch den Aufruf, gern reinstreuen die Fragen. Auch wenn ich die eine oder andere Frage manchmal durchrutsche, dann hole ich sie nach, wie jetzt die vom Michael vorhin. Jetzt aber der Ulrich am Start und zwar konkret, macht Right auch Einkommensteuererklärungen für Kunden oder begleitet ihr die Kunden nur bei der GmbH-Gründung? Also wir begleiten die Kunden nicht nur bei der GmbH-Gründung, sondern auch bei der GmbH-Verwaltung. Und wir helfen den Kunden auch teilweise beim Geld investieren. Wir vertreiben zum Beispiel auch einen Venture Capital Fonds, also eher bei den Alternatives. Aber wir machen keinerlei privaten Steuern. Also unsere Kunden zeichnen sich dadurch aus, dass die private Steuererklärung ganz einfach wird, weil die nämlich nur noch ein Gehalt haben und alles Investment über die GmbH lösen. Von daher haben unsere Kunden eine sehr einfache private Steuererklärung. Perfekt, ich denke, die Frage ist beantwortet. Ansonsten, wie gesagt, nutzt die Chance und Möglichkeit unserer, sage ich mal, guten Stunde, die wir hier immer pflegen, neben dem Content, den hier der Felix rausschießt, was hochinteressant ist, also wie gesagt mit Meta-Facebook, das hat mich auch überrascht, muss ich erst mal sitzen lassen. Fahren wir jetzt einfach mal fort. Was wird am wenigsten gehandelt und warum? Ist sicherlich auch eine interessante Fragestellung. Ja, ich kann es recht einfach sagen. Also das, was am wenigsten gehandelt wird, seht ihr, sind Bonds. Also Bonds sind ganz, ganz schlecht. Das verwundert, glaube ich, keinen, weil vielleicht kommt das jetzt wieder mit steigenden Zinsen, aber ich fand das die letzten Jahre auch nicht spannend. Was auch interessant ist, ist wirklich, wie wenig ETFs getradet werden. Das habe ich schon gesagt. Also der Aktien-ETF, der mit mehr als 50% Aktienanteil, wird halt mit 12% besteuert und eben die Einzelaktie nur mit 1,5. Und wir empfehlen unseren Kunden immer, die Aktien zu nehmen. Ansonsten können wir hier nochmal ein bisschen reingucken. Ja, wir haben, ihr seht hier, was mich wundert, ihr habt hier die Commodities in hellgrün. Ich hätte gedacht, die wären jetzt durch die Decke gegangen mit dem Russlandkrieg und so, aber anscheinend haben wir nicht so viele Leute, die gern Commodities traden. Ihr seht hier dieses Türkise unten, das sind die Zertifikate, auch nicht so beliebt, aber ihr seht die Forex-CFDs, die rote Linie, das ist gestiegen. Also das Trading-Volumen von Forex-CFDs ist echt ganz gut hochgegangen. Und ihr seht gleichzeitig, interessanterweise, ihr seht hier in so orange-gelblich, im Prinzip die CFDs im Januar. Hatten wir einen absoluten CFD-Peak? Ja, seht ihr da? Ich glaube, ihr seht ja leider meine Maus nicht, sonst kann ich das immer schön Doch, doch, zeigen. die Maus ist zu sehen, Seht ihr? Felix, die sehe ich. Ah, Also ich okay. sehe sie zumindest. Falls ihr sie nicht seht, schreibt sie mal kurz rein, aber ich sehe sie in der Tat. Aber ihr seht hier tatsächlich gab es einen CFD-Peak. Was mich sehr wundert, ist, dass CFDs so runtergegangen sind, weil eigentlich ist doch jetzt in diesen Marktsituationen macht doch eigentlich das CFD-Traden richtig Spaß, aber ihr seht, im Prinzip mit dem Kriegsbeginn sind die CFDs runtergegangen und bleiben jetzt unten auf niedrigem Niveau. Ja, seht ihr, also geht jetzt so ein bisschen seitwärts. Wir müssten noch mal warten, dass wir die neuen Zahlen für Juni kriegen. Aber das hat mich sehr überrascht. Absolut. Also ich würde sogar sagen, Felix, machen wir mal eine Note. Weiß jetzt nicht, ob das auf Quartalsbasis lohnt, aber in jedem Fall in 6 Monaten sollten wir das nochmal aktualisiert wissen, was da passiert ist. Und da gebe ich dir recht, das ist wunderlich mit den CFDs, weil klarerweise jetzt wir aus unserem Haus haben ja dann auch die CFD-Option neben den physischen Aktien und haben jetzt nicht den Optionhandel. Das ist natürlich, wie gesagt, ein Thema, das haben wir bei uns jetzt rein technisch ausgeklammert, aber sozusagen ja da die Short-Spekulation auch interessant. Auch ein Portfolio.
Portfolios abzusichern. Mit physischen Aktien kann man natürlich auch die Aktien-CFD short traden. Wundert mich in der Tat an der Stelle mit den FX-CFDs, weil du es speziell ansprichst. Also bei uns, wenn man auch, denn da gibt es ja immer die Unterscheidung, ist das jetzt ein FX-CFD oder direkter Forex-Trade. Hier zählt auch so eine Art Settlement. Also es wird praktisch dann auch so eine Übernacht-Verbuchung, Verwahrung, T+2 heißt das, also 2 Tage nachgebucht, wo man sagt, die Forex-Interbankengeschäfte zählen auch dazu, sodass man das eben klassisch Forex, Forex-CFD eben auch hier auf dieselbe Waagschale legen kann. Interessant aber an der Stelle, dass es da einen Drop nach oben gibt. Ich bin gespannt, wie das in 6 Monaten aussehen wird oder 3. Finde ich auf jeden Fall eine tolle Statistik. Bitte weiter fortführen, Felix, ne? Ja, auf jeden Fall. Und was ich natürlich schade finde, wir haben ja noch nicht so eine große Historie. Wir haben halt im September 2020 angefangen. Die Daten, die älter sind, sind Kunden, die schon Bestands-GmbHs hatten. Ja, von daher, dass es hier so steil hochging, lag auch einfach daran, dass es Ride noch nicht so lange gibt. Mhm. Aber man kann jetzt ab Q4 schon wirklich Trends gut sehen. So, absolut. Ich wollte einmal die kurze Übersicht machen, kurz wegen der Fonds. Also wie gesagt, große Nachricht, Fonds sind in der GmbH nicht interessant. Und ich habe hier nochmal den direkten Vergleich, ja, von den verschiedenen Steuersätzen. Übrigens, eine wichtige Sache, da will ich nur darauf hinweisen, weil es die Leute immer falsch verstehen. Privat zahlt man ja die Steuern auf Einnahmen. Also ihr kriegt eine Dividende, die Abgeltungssteuer ist weg. Ihr verkauft einen CFD, die Abgeltungssteuer ist weg. In der GmbH ist das anders. Man zahlt die Steuern nicht auf Einnahmen, sondern ihr verkauft erstmal einen Aktienfonds. Dann rechnet ihr alle Kosten gegen Firmenwagen, Handy, Internet, Leverage-Zinsen und so weiter. Und was dann noch übrig bleibt, wird besteuert. Ja? Das nur zum Verständnis, also die Steuerbasis ist auch eine andere und das macht eben auch einen Riesenunterschied. So, den hier wollte ich einmal zeigen, ja, jetzt einmal in eigener Sache, wer es noch nicht kennt. Also unser Ziel ist es eben, Steuern zu sparen, damit man mehr Geld reinvestieren kann. Und was machen wir? Wir gründen GmbHs. Ja? Also wer eine braucht, kann unseren Gründungsservice nutzen. Und wir führen einen dann wirklich bis zur Depoteröffnung. Man kann aber auch selbst gründen. 30% unserer Kunden haben selbst gegründet und nicht mit uns. Das ist auch okay. Wer nicht warten will und sofort das haben will, wir haben auch Vorratsgesellschaften. Das sind fertige, leere GmbHs. Die kann man einfach kaufen und nächsten Monat anfangen. Weil das Problem ist, so eine Gründung dauert oft so um die 10 Wochen. Dann eigentlich das, was wir hauptsächlich machen, ist, wir verwalten solche Kapitalgesellschaften mit unserem Admin-Service. Wir haben ein Netzwerk von Partnersteuerberatern, die alles selber Trader sind und die dann zu Fixpreisen, Jahresabschluss, Steuererklärungen und alles weitere machen. Dann haben wir, und das ist, was in der GmbH nervt, man muss eine ordentliche Buchhaltung machen. Man muss also jeden einzelnen Trade verbuchen, das ist ziemlich ätzend. Wenn man so einen Papierstapel zum Steuerberater schickt und der macht das manuell und muss die Kurse nachgucken, wird das sehr schnell sehr teuer. Und wir haben eben eine Wertpapierverbuchung. Also wir können einfach euer JFD-Depot verbinden und generieren dann die ganzen Buchungssätze automatisch. Und das macht das halt extrem günstig. Ja, und deswegen lohnt sich mit uns auch die GmbH für kleine Vermögen. So, achso, hier habe ich noch den Bonus, den ich immer empfehle. Wenn ihr meinen Tipp haben wollt, wie man Vermögen aufbaut, man gründet eine GmbH, dann bringt man das Kapital mit einem Rahmenkreditvertrag ein. Warum? Weil man hinterher, wenn die GmbH Überschüsse hat, kann man einfach das Darlehen zurückzahlen, kriegt das Geld steuerfrei zurück. Dann schiebe ich so viele Kosten wie möglich in die GmbH, also Firmenwagen, Fortbildung, alles Mögliche. Alles, was ich privat gespart habe, lege ich zusätzlich jeden Monat in die GmbH ein. Dann fange ich an, Assets zu kaufen. Die Gewinne reinvestiere ich immer weiter. Nehme mir einfach jahrelang kein Gehalt. Ich weite und dann Tipp 8, Geschäftstätigkeit ausweiten. Wenn ihr die erste Immobilie habt, dann könnt ihr zum Beispiel im Baumarkt den Akkuschrauber über die Firma kaufen. Also meine Werkstatt zu Hause gehört der Firma, weil ich eben auch Immobilien in meiner GmbH habe. Und wenn dann der Kuchen schön groß geworden ist, dann fangt ihr irgendwann an, euch ein Gehalt zu ziehen und lebt von der GmbH. Das ist der Weg, den ich euch da empfehle. Und wenn ihr schon bei JFD seid und schon eine GmbH habt, könnt ihr einfach in der Ride-App tatsächlich euren JFD-Token eingeben. Ist auch bei JFD ganz gut beschrieben. Und dann könnt ihr unseren Service nutzen. Und ja, jetzt stehe ich euch für alle Fragen zur Verfügung. Wenn ihr Fragen habt, die ihr nicht öffentlich stellen wollt oder sehr spezielle Fragen,
könnt ihr eben bei uns das kostenlose Beratungsgespräch buchen, uns per E-Mail kontaktieren oder auch tagsüber im Live-Chat. Super, super. An der Stelle, wir sind ja auch dran an die Vorratsgesellschaften bei uns sozusagen mit dieser, wie du schon sagtest, Einkaufoption da direkt fertig zu machen. Da sind wir ja auch schon in den letzten Zügen, dass das bei uns auch genauso mit einem Klick klappt, dass der, wo die GmbH jetzt schleunigst braucht, auch schleunigst bekommt. Da sind wir auch in den letzten Zügen. Das ist immer auch mit Partnerbanken alles ein Riesendilemma. Also die regulatorischen Prozesse liegen uns da ein bisschen im Nacken hin und wieder. Deswegen sind die Prozesse immer so ein andauernder Schwall, und manchmal geht es nicht so schnell wie geplant, aber diese Vorratsgesellschaften sind ja ein Case, wo wir uns wirklich so ein Portfolio hinlegen wollen, wo dann auch jeder Trader und Anleger relativ schnell dann eben diesen Vorteil nutzen kann, rein aus Trading-Gesichtspunkten, und die anderen Vorteile hast du ja wirklich wieder mal grandios dargestellt. Ich habe auch ein paar Fragen für dich, Felix. Wieder mal schön an der Stelle, denn die Frage ist zum einen, wenn man eine vermögensverwaltende GmbH sozusagen hat und Deutschland als Steuerstaat verlässt, muss man hier die Wegzugssteuer betrachten, beachten, oder was gibt es da zu berücksichtigen? Also jetzt, ja, also dann unterliegen auch alle Firmenanteile der Wegzugsbesteuerung. Man kann die Wegzugsbesteuerung stunden, wenn man eine Rückkehrabsicht hat. Also es ist kein Problem, im Ausland zu leben und von einer deutschen GmbH eine Dividende zu kriegen, wenn die Rückkehrabsicht da ist. Ansonsten unterliegt das tatsächlich der Wegzugsbesteuerung. Das einzige Produkt, was ich kenne, wo man die Wegzugsbesteuerung vermeiden kann, sind Lebensversicherungsmäntel. Ja. Okay, das ist spannend. Eine Frage auch dahingehend noch im Rahmen von jetzt der, ich weiß nicht, ob man das als Konkurrenz sehen kann, aber von der anderen Option einer LTD. Wie ist es denn, wenn man jetzt eine LTD gegründet hat und sozusagen den Firmensitz außer Deutschlands pflegt? Da wäre jetzt zum Beispiel Zypern ja als bekannte LTD, oder UK ist ja auch LTD-technisch ja das Gründungsgebiet gewesen. Wenn man jetzt sozusagen eine LTD inne hat, wie ist es dann in dem Zusammenhang, wenn man jetzt noch eine vermögensverwaltende GmbH für deutsche Anlagen sozusagen pflegen will? Gibt es da Kompromisse oder beziehungsweise Schwierigkeiten? Also grundsätzlich greifen die deutschen Steuergesetze, wenn die Geschäftsführung in Deutschland sitzt. Also es wird immer so definiert, dort, wo die Geschäftsführung ihre Entscheidung trifft. Also auch wenn du eine britische Limited hast und die Entscheidungen werden in Berlin getroffen, unterliegst du dem Berliner Finanzamt. Ja, also es geht gar nicht um, wo liegt der Firmensitz. Deswegen, wenn du zum Beispiel eine Auslandsgesellschaft auf Zypern haben willst, musst du nachweisen, dass auch auf Zypern die Entscheidungen getroffen werden, weil du selbst da wohnst oder weil es einen angestellten Geschäftsführer gibt. Generell muss ich sagen, sind wir bei Wright nicht die richtigen für Auslandssteuerkonstruktionen. Ja, da muss man sehr viel Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter beachten. Exakt. Und dafür würde ich dann an andere Experten verweisen. Auch guter Punkt, dass du das sagst, gerade wegen der Doppelbesteuerung oder auch der Umzugsgeschichte in, sage ich mal, Steuerparadiese. Es gibt ja zum Beispiel auch Bulgarien, die haben ja auch eine Tax um die 10%. Ganz anders als bei uns, das wissen auch nicht viele, neben dem, dass sie noch eine eigene Währung haben. Tatsächlich ist natürlich Zypern auch das bekannteste Paradies, aber es ist auch so, dass da tatsächlich die deutschen Finanzämter, so schwerfällig sie auch sind, da natürlich schon mit Genauigkeit hinschauen, weil man natürlich, wenn man so eine ausländische Gesellschaft gründet, das unter Umständen aus steuerlichen Gründen primär vollzieht und nicht unbedingt aus wirtschaftlichen oder, sage ich mal, Unternehmensabsichten, um es mal so zu sagen, wobei das alles eins ist: Steuer, Wirtschaft und Unternehmen. Aber prinzipiell haben sich da auch die Regulatorien verschärft, und gerade mit der Doppelbesteuerung, wie du auch schon sagst, von wo werden die Entscheidungen getroffen, ist ein Riesenthema. Machen wir aber direkt mal weiter. Eine Aufzeichnung des Webinars gibt's, lieber Christian. Ich meine, wir haben den Remailer nicht jedes Mal verschickt. Ich weiß gar nicht, was beim letzten Mal passiert ist. Wir haben da aber einen eigenen Channel bei uns auf YouTube. Das heißt, da kommen die Aufzeichnungen drauf. Können wir dir aber gerne nochmal separat mitteilen, wenn das hochgeladen ist. Schreib einfach unserem Kundenservice. Nächste Frage jetzt speziell nochmal zu Steuern. Wenn ich 10.000 Euro Aktien gewinne und 10.000 Euro Dividendengewinne habe und dabei 10.000 an Kosten im Jahr ansetzen möchte, gegen was werden die Kosten dann gegengerechnet? Weißt du das so ad hoc? Okay, also wir fangen mal an. Ihr habt 10.000 Euro Aktiengewinne aus Veräußerungen gemacht. Davon sind 95% steuerfrei. 5% von
10.000 war es oder 1.000? 10.000, 10.000. Okay, sind 500 Euro und ihr habt 10.000 Euro Dividende gemacht. Dann ist der steuerliche Gewinn 10.500 Euro. Ja? Dieser steuerliche Gewinn, das ist dann das, was mit 30% besteuert wird, weil auch die Aktien werden mit 30% besteuert, aber nur 5% der Gewinne werden in die Rechnung einbezogen. Deswegen kommt ihr dann auf 10.500. Jetzt hast du 10.000 Euro Kosten dagegen. Dann hast du einen realen Gewinn von 500 Euro. Auf diese 500 Euro zahlst du 30% Steuern. Ja, und so wird es gerechnet. Martin, wenn es da noch Fragen gibt, einfach nochmal nachschießen. Beziehungsweise eben die Option nutzen, wo wir hier im Bild sehen. Nächste Frage von Marco. Besteht die Möglichkeit, als Trader eine GmbH zu gründen, ohne festen Wohnsitz oder Aufenthalt in Deutschland, sozusagen als digitaler Nomade? Das ist ja, tatsächlich. Also es gibt eben diese Domizilierungsservices, also du kannst überall einen Briefkasten und so anschaffen. Generell ist es eben so, das Finanzamt sagt, du bist da steueransässig, wo der Ort der Geschäftsführung ist. Wenn du also ab und an in Deutschland bist, nur solange du Steuern im deutschen Staat zahlst, darauf achten die nicht. Also die achten darauf, wenn eine amerikanische Inc. ihre Geschäftsführung in Deutschland hat oder die britische Limited. Aber ja, du müsstest dann eben so einen Briefkastenservice buchen. Das kostet so ungefähr 50 Euro im Jahr. Und du solltest dann, wenn du Geschäftsführer bist, zumindest nachweisen, dass du ab und an in Deutschland bist und dann in diesen Zeitpunkten die Entscheidung getroffen hast. Okay. Ich denke, da ist genug begründet in der Geschichte. Ich kenne auch direkt einen Kollegen, der hat sich aus Hamburg losgesetzt in die Welt. Den habe ich sogar tatsächlich den Titel digitaler Nomade gegeben, weil der, und das ist auch ganz spannend, der ist wirklich so unabhängig, dass er im Prinzip an keinem Ort der Welt länger als 3 Monate ist. Und der hat so eine amerikanische LLC gegründet, wie du sagst. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Konstrukt. Aber ich meine, damit muss man auch leben wollen. Ne? Ich meine, der ist auf dem Segelschiff wahrscheinlich ein halbes Jahr im Jahr unterwegs und sowohl im Pazifik als auch sonst wo. Also es ist einfach eine ganz andere Lebensweise. Aber das Thema digitaler Nomade oder auch andere flexible Arbeitszeiten. Schieß los. Wir haben auch Kunden auf Weltumsegelung, die sich gerade von ihrer GmbH Gehälter, also die sich von der GmbH Gehälter zahlen lassen, während sie jetzt eben keine anderen Einkommen haben. Ein Weltumsegler war ein bisschen bitter, der war im März 2020, er war im Februar 2020 in der Antarktis, ist zurückgekommen nach Chile und ist dann wegen Covid 6 Monate da festgesetzt worden in Ushuaia. Aber auch solche Kunden haben wir. Ich hatte auch so einen Kandidaten, der wollte aus Asien raus, kurz da, bevor es richtig kritisch wurde. Und der hatte auch einen der letzten Plätze erwischt. Sonst hätte er auch so ein Problem gehabt nach dem Motto 3 Monate Minimum dort bleiben. Ziemlich crazy. Dann noch eine Frage, just reingekommen vom Nico. Wie genau heißt die Ride-App? Na, ich vermute mal, wenn du je Ach so, nachdem... Wenn ich App sage, meine ich Web-App, nicht App-Store. Bei uns, weil wir sind 45 Mitarbeiter von 20 Softwareentwickler und wenn wir Software entwickeln, reden wir immer von einer App. Aber es ist keine Apple App Store App. Die steht noch auf der Roadmap. Gut, dass du das nochmal definiert hast. Ich denke, da ist die Frage auf jeden Fall ausreichend geklärt und im Prinzip habe ich jetzt keine Frage übersehen. Wer da noch die letzten Minuten nutzen will, haut's rein. Ich denke, der Content war wieder außerordentlich gut. Tolle Folien, tolle Einblicke an der Stelle, lieber Felix, aus eurem Nähkästchen, so will ich das mal betrachten. Wir können ja vielleicht Ende Q3 uns das nochmal angucken und dann wird es nochmal ein bisschen detaillierter. Dann gehe ich auch nochmal ein bisschen tiefer in die CFDs rein. Das stellen ja auch, da gibt es sicherlich auch noch einige spannende Insights. Da kann ich auch aus unserer Seite direkt noch was nachlegen, da bei uns wenig überraschend der top gehandelte CFD ist der allseits beliebte DAX. Das ist wirklich das, wo bei uns den Kuchen, ähnlich wie bei dir, sagen wir es mal, fast vom Meta ausrichtet. Also es ist wirklich deutlich über 60%. Dann kommen, also besser gesagt, mit dem US-30, also mit unserem Dow Jones, ist es tatsächlich so, das sind die zwei Hauptindizes, die schon über 50% leveln. Dann haben wir noch den Nasdaq 100 und den US-500, also den S&P 500, die dann sozusagen die restliche Tranche von den Indizes abdecken. Also sind wirklich
der deutsche liebste Index, DAX, und dann kommen die vier Amerikaner, wo du sagst, das ist wirklich das größte, über 50 Richtung 60% gehandelte Volumen. Und dann kommen die klassischen Währungen Euro, Dollar, Pfund, Dollar und dann auch unser Gold, XAU, US-Dollar, das mit einem sehr attraktiven Intraday-Spread daherkommt, wo auch dann wirklich in diesem Handelsuniversum sozusagen unter diesen Tops mit vorzufinden ist. Und wenn wir das nächste Mal ein Stück weit in die CFDs gucken, gern, würde mich auch mal interessieren, ob das Index-CFDs sind oder eben Forex/FX-CFDs oder eben dann auch Aktien-CFDs, weil das ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, Leerverkäufe oder Portfolioabsicherung kannst du im Prinzip mit Aktien-CFDs auch tätigen. Hat alles natürlich auch seinen Kostenfaktor, gerade wegen den Finanzierungsgebühren, die man da mittellangfristig nicht vergessen darf. Schlägt natürlich dann auch zu Buche, weil man ja sozusagen dann einen Kredit eingeräumt bekommt vom Handelsvolumen. Das ist aber auch so ein Leverage-Effekt, den man sicherlich an der GmbH auch gut verrechnen kann, oder? Die Ja, Finanzierungsgebühren. die Finanzierungskosten sind in der GmbH voll absetzbar. Also nicht nur diese 801 Euro, auch Datenservices, ja, bis hin zum Bloomberg Terminal ist halt alles absetzbar. Super, super. Also ganz wichtige Informationen an der Stelle. Jetzt lass mich nochmal schauen. Es kam hier tatsächlich jetzt noch zwei Sachen wieder rein, Felix. Zumal Dividenden werden wie hoch besteuert? Das waren die 1,5%, ne? Nee, also Dividenden, also der generelle Ah, Entschuldigung. Aktien. GmbH-Steuersatz ist ungefähr 30%. 15% Körperschaftssteuer, da noch ein Soli drauf und dann die Gewerbesteuer. Und die Gewerbesteuer hat je nach Gemeinde einen sogenannten Hebesatz. Hier in Berlin zahlt man 30,2%. Das ist der Standardsteuersatz, ja, den man immer zahlt. Aber zum Beispiel bei Aktienverkäufen fließen davon nur 5% ein. Bei Aktienfonds fließt da auch nur, warte, 60% von ein und so weiter. So wie ich es gerade in der Rechnung aufgemacht habe. Da, wie gesagt, auch die Aufzeichnung anschauen oder eben direkt bei der Fragestellung gerne nochmal den einen oder anderen Slide anfordern. Da kommt noch was in Sachen Slide. Könnt ihr nochmal die Berechnung der Versteuerung privat anzeigen? Also es ist natürlich eine Frage an dich, ob du nochmal die Slides öffnen könntest, Felix, und da mal auf die Berechnung der Versteuerung privat nochmal eingehst. Das müsste man Hatten da. wir eine Berechnung? Ich habe nur das. Das ist ja keine Berechnung, das ist einfach nur das Ergebnis. Oder meinst du, Freddy stellt die Frage an der Stelle, oder meinst du diese Geschichte, wo wir die Einkommensteuerbogen sozusagen gezeigt haben? Vielleicht da nochmal spezifizieren, dass der Felix weiß, für die Zukunft vielleicht einfach für alle dann einfach die Nummer unten merken. Das habt ihr vorbildlich gemacht. Die Slides nummeriert, ja. Das vergesse ich bei mir manchmal sehr gern. Den Steuerbogen tatsächlich. Also den Finanzamt Einkommenssteuerbogen, den du vorhin gezeigt hattest, wo die Summen Ach so, praktisch, genau, sorry, okay. noch weiter vor war das, genau. Da, Da. genau, da sind wir. Also ihr Wo steht? seht, hier habt ihr Kapitalerträge 110. Und dann seht ihr enthaltene Einkünfte aus Stillhalterprämien und Gewinne aus Termingeschäften. Das ist nämlich das, was dieser Verlustverrechnungsbeschränkung unterliegt. Und dann hier die Verluste aus Termingeschäften, Verlusten aus der ganzen oder teilweisen Uneinbrechlichkeit einer Kapitalforderung. Übertragung wertlos gewordener Wirtschaftsgüter oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern. Das habt ihr Felix, jetzt. Ja. eine Folie nochmal vor. Mit den Ja. 90.000, da wo die roten Pfeile waren. Genau Ja. die. Das mag Also der Freddy nochmal ihr seht sehen. hier, ich habe 110 Gewinne. Das sind die Verluste aus Termingeschäften, die ich ansetzen kann. Dann gibt es hier die verbliebenen Einkünfte aus Termingeschäften, das sind 90.000. Ja. Damit habt ihr nicht aus, sondern nehmt ihr hier Ermittlung der Einkünfte, nehmt ihr die 90.000, dann zieht ihr den Sparerpauschbetrag ab, dann habt ihr die Einkünfte nach Sparerpauschbetrag, das sind hier diese 89.000, und dann habt ihr hier diese Steuer, das sind erstmal 21.800, dann kommt da nochmal der Solidaritätszuschlag drauf, das macht auch Freude. Und dann kommt ihr eben dadurch auf diese knapp 23.000 Euro Verlust. Da kommt noch eine Frage rein, vielleicht genau an der Stelle, oder zwei, um genau zu sein. Also eine Frage nochmal dahingehend, wie ist es denn jetzt, wir haben jetzt praktisch die ganze
wie du auch schon, ich weiß gar nicht, wie du hast es genannt, Felix, aber für mich auch verfassungswidrig, irrsinnige Steuerentscheidung, die ja getroffen wird. Es ist ja, entzieht sich ja jeglicher Logik, so eine Gewinnverlustbegrenzung einzubauen, also Verlustbegrenzungssumme vielmehr. Wie ist es denn, wenn zum Beispiel, also ist denn aus eurer Sicht heraus anzunehmen, dass das gesetzlich gekippt wird? Also, dass man sagt, Ich finde dieses Gesetz extrem schlau gemacht. Also ich finde es bescheuert, sage ich ganz ehrlich. Aber eine Sache, die ihr hier seht, ihr habt hier diese nicht ausgeglichene Verluste aus Termingeschäften 80.000. Was heißt das? Der Gesetzgeber hat ja nicht gesagt, du darfst es generell nicht verrechnen, sondern er hat gesagt, du darfst nur 20.000 Euro im Jahr verrechnen. Das heißt, wenn ich jetzt 4 Jahre weitermache, diese 80.000 nutze ich ab. Das heißt, in 4 Jahren habe ich halt meine komplette Steuer zurück. Und das finde ich handwerklich extrem clever, weil er nicht gesagt hat, du kannst keine Verluste mehr realisieren. Er hat gesagt, du kannst halt nur noch 20.000 Euro jedes Jahr, aber wenn du 5 Jahre wartest, hast du alles zurückgekriegt. So, jetzt ist das natürlich total bescheuert, weil du willst ja weiter traden und dann fällt da ja immer wieder neue Verluste an. Aber das ist das, wo ich wirklich sagen muss, handwerklich sehr gut gemacht, ja. Mhm. Das ist nämlich nur eine zeitliche Beschränkung und keine absolute. Deswegen bin ich, also A, ich bin kein Steuerexperte. Schau, ich habe noch nie was vom Bundes, ich habe es noch nie was vom BMF verhandelt oder so. Ja, also ich habe auch keine Glaskugel. Gott sei Aber Dank. Da haben die sich tatsächlich einen ganz guten Trick einfallen lassen, um das Gesetz nicht ganz so illegal zu machen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Bestand hat. Vor allem glaube ich aber, dass gerade einfach das Ding keine Prioritäten hat. Also ich glaube, Trader haben eh keine Lobby. Jetzt haben wir irgendwie noch Krieg, Gaspreise, Inflation, was weiß ich alles. Also ich mache mir da nicht so viele Hoffnungen. Aber ich bin kein Hellseher, muss ich sagen. Richtig. Aber wie gesagt, hier das mit diesen nicht ausgeglichenen Verluste 80.000 und die kannst du nächstes Jahr ausgleichen, dann hast du noch 60 da stehen und so weiter. Das ist handwerklich gut gemacht. Guter Punkt, Felix. In der Beziehung so habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber es ist in der Tat so, natürlich mit dem Zeitversatz, ne, summiert sich sozusagen dieses mögliche anrechenbare Verlustpotenzial. Lass uns dahin gehen. Die letzte Frage, die momentan ist, soll nicht die letzte sein. Wer noch hat, möge jetzt hier aktiv werden. Klar, aber auch den Abschluss hier, dass natürlich Deutschland und Trader so ein Stück weit eben auf Kriegsfuß stehen, einfach aufgrund der natürlich Thematik. Ich glaube auch, der Banker war ja sozusagen der unbeliebteste Beruf dann eine ganze Zeit lang, gerade um die Finanzmarktkrise herum. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist auch gerade Einkommen oder ich meine, der Deutsche ist einfach anders erzogen. Ich meine, die Rente ist sicher und solche Sprüche hängt halt viel noch im Ohr und das sind natürlich alles Sachen, die sind nicht zeitgemäß, aber das ist einfach eine andere Mentalität, die hier tatsächlich von den obersten Schrägstrichen vom breiten Volk genutzt wird. Sieht man ja auch im Rahmen der Aktien, sage ich mal, oder des Aktieninteresses, was jetzt auch noch nicht überproportional gestiegen ist, obgleich die Jungen natürlich jetzt mega loslegen und auch natürlich Reit hier sicherlich gerade Long-Term hier was wirklich Großes aufbaut, wo ich sage, ihr habt einfach zur richtigen Zeit da den Schuh angezogen in der Richtung und dahingehend super, dass wir da hier das Format gefunden haben, für welches auch schon Dank in den ETA floss, auf jeden Fall super. Da eine Frage und das, denke ich, liegt im Privat- oder auch juristischen Bereich schnell beantwortet. Reicht ein simples Gewerbe für eine Vermögensverwaltung ohne eine GmbH zu gründen nicht aus? Also sprich, nur ein Gewerbeschein oder ist das keine sinnvolle Alternative? Ja, mit einem Gewerbeschein bist du halt nach wie vor in der privaten Einkommensteuer. Und du bist halt nicht und du musst halt in die du musst halt in eine Kapitalgesellschaft kommen, damit du Körperschafts- und Gewerbesteuer unterliegst. Und es gibt halt in Deutschland 4 Rechtsformen. Es gibt die UG, die GmbH und die AG und die SE. SE ist diese europäische Aktiengesellschaft, die ist uns auch noch nie begegnet. Aber theoretisch sind das die 4 Rechtsformen, die eben nicht der Einkommensteuer unterliegen. Und du musst aus der Einkommensteuer raus. Und wenn du nur ein Gewerbe anmeldest, bist du immer noch in der Einkommensteuer drin. Frage gleich im Nachgang von einem anderen Teilnehmer. UG, also sozusagen die Vorstufe der GmbH, die geht aber. Ist im Prinzip ja genau das Thema. Die geht. Wir sind kein großer Fan davon. Meine Mitgründerin Christine hat mal eine UG in eine GmbH umgewandelt. Und das war, die Umwandlung war teurer als eine Neugründung einer GmbH. Man muss ja irgendwann umwandeln, also die UG führt irgendwann zur Umwandlung und wir sind der Meinung, dass eine Kapitalgesellschaft kein Produkt ist für jemanden, der weniger als 25.000 Euro hat, weil du musst ja
genug Trading-Volumen haben, dass der Steuervorteil größer ist als die laufenden Kosten. Die laufenden Kosten sind bei UG und GmbH gleich. Aber wir haben auch viele Kunden, wo wir UGs betreuen. Wir gründen nur keine. Okay. Noch eine Frage. Es fließt so dahin. Felix, ne, du bist aber bald entlassen. Es werden weniger, also der Frequenzmodus. Wird das Geschäftsführergehalt, das man sich sozusagen als GmbH, Geschäftsführer dann auszahlt, nicht noch im Einkommensteuer, nicht noch mit Einkommensteuer besteuert? Doch Ja, schon. wenn du geschäftsführender Gesellschafter bist, also mehr als 50% hast, hast du einen Vorteil. Dein Gehalt unterliegt nicht der Sozialversicherung. Also du zahlst nur Einkommensteuer. Das Gute ist, du zahlst zwar privat die Einkommensteuer auf die Ausschüttung, aber für die GmbH ist dein Gehalt Kosten und die senken den GmbH-Gewinn. Das heißt, du hast sozusagen nur auf einer Ebene die Steuer. Und zum Beispiel unsere Kunden, die jetzt gerade auf Weltumsegelung sind, die haben das halt, die ziehen sich tatsächlich mehr Gehalt raus, als sie überhaupt brauchen und legen es wieder als Gesellschafterdarlehen ein, weil die gerade keine Einnahmen haben und die haben ihr Gehalt auf 25, also so gesetzt, dass sie 25% Steuern zahlen. Und das lohnt sich. Ich meine, die ersten 11.000 Euro sind eh steuerfrei. Ja, von daher. Und das andere ist, unsere Kunden versuchen halt immer möglichst wenig überhaupt zu entnehmen, sondern es ist dann eher besser, Kosten da reinzuschieben. Ja. Also bevor du Geld aus der GmbH ausschüttest, um dir dann von versteuertem Geld ein Auto zu kaufen, kauf dir einfach das Auto über die Firma. Das ist der größte Hebel. Gut gesagt, weil wie gesagt, das ist immer so eine Art auch Doppelbesteuerung, ne? Das, was ja der Private generell hat. Also er zahlt einfach Steuern, die man in der GmbH so nicht zahlt und im Prinzip denselben Effekt hat. Also unglaublich, wieder mal ein richtiger Mehrwert. Und insofern, Felix, ich denke, wir sind jetzt durch. Danke, danke, schießt dir in den Äther. Die Stunde haben wir aber on the point ausgefüllt. Also Sehr absolut gut. grandios. Viele Grüße nach Berlin. Wie gesagt, ich setze mich irgendwann mal wieder in Bewegung, um bei euch oben zu sein, damit wir das ein oder andere noch konkret wieder ins Detail bringen können. Freue mich auf jeden Fall drauf, was wir im Juli zu erwarten haben. Wie gesagt, wir haben ja auch verschiedene Themenkomplexe schon direkt, ne? Es ist nicht immer in Anführungszeichen ja Aktien sparen durch GmbH und dergleichen, sondern es gibt immer wieder Einblicke. Deswegen auch die Grafiken, wie du schon gesagt hast, können wir gerne in Q3 Felix nochmal aufsetzen, dass wir einfach mal sagen, was ist denn bis dahin passiert? Unter Umständen ziehe ich da auch noch massiv die Charts von uns rein. In jedem Fall ein super Format. Danke dir für die Zeit. Grüße in den Norden an dein Team, auch an Lars und Daniel und das ganze, sage ich mal, Team, was ja mittlerweile, wie du sagst, auch 45 Mann stark ist. Wahnsinniges Wachstum, absolut super, gibt euch recht. Und insofern, hey, ich würde sagen, danke für alle Zuschauer, dass ihr so lange dabei wart. Freut mich rund um die Teilnahme und ja, noch einen angenehmen Sommer bis Juli, würde ich sagen, spätestens, ne? Bis bald, macht's gut. Ciao, Felix, auf bald.